Das ist ja mal ein schickes Raymond. Das ist mal richtig schick, ne? Ja, Farbe ist so, kann man gar nicht so sagen, so ein Champagner, ein etwas tieferer Champagnerton, schon fast so braun, braun-grau. Ach Quatsch, das ist steinbraun. Steinbraun. Ich will mich mit dir nicht streiten, aber was auffällt, ist ein mega Federweg. Der ist richtig krass, ja. Also wir haben 160 mm Fahrwerk und vorne die RockShox-Domain, die fällt direkt auf, ne? Krasse Gabel. Was ist das hier von Fahrrad? Für was ist das gebaut? Ist es schon Downhill? Nee, es ist tatsächlich für Downhill kannst du es schon fast nehmen. Also es ist definitiv ein Enduro. Da kannst du die Trails richtig mit runterknallen. Aber die Geometrie gibt es auch her, dass du auch bergauf richtig Spaß haben kannst. Die Kabelbrücke. Also eins weiß ich ja. Raymond, das ist der Hersteller, kommt aus Deutschland, glaube ich, aus Bayern. Und Bayern? Ja. Franken. Und das Geile ist bei Raymond, die bauen viel Fahrrad fürs Geld. Also ich kriege jetzt wieder Schläge, wenn ich jetzt hier den Preis filme. Der ist übrigens wo, Kinder? Ja, da haben wir das Rad erst gestern bekommen. Was kostet denn? 5.299. Also 5.299 Euro. Genau, ja. Okay, aber dafür kriegst du PWX3, der stärkste Yamaha-Motor, wenn der Markt. Klein, leise, 85 Newtonmeter, den großen 720er Akku. Ich zeig's mal gerade. Also PWX3 ist eine Power-Maschine. Das ist so. Das Ding ist unglaublich stark. Dann hast du dieses wunderschöne Display mit dabei. Und das ist ein Kleinod japanischer Ingenieurskunst, dieses Display. Denn es zeigt farbig mit Ton und allem drum und dran. Nee, Spaß beiseite. Also bei Yamaha ist alles ein bisschen einfacher, aber das funktioniert. Man hat auch bei Yamaha einer der wenigen oder der einzige Motorhersteller, wo keine regelmäßigen Updates braucht. Das ist natürlich nie. Gar keine, gell? Eigentlich gar keine, genau. Und die laufen, die Motoren. Und bei den Displays ist es genauso. Klar, es gibt da auf dem Markt welche, die sind schärfer, größer, besser, aber das funktioniert halt. Tobi, mach mal einen Gefallen, stell dich mal dahinter, halt das Rad mal fest. Weil hier geht gerade gut der Wind und ich habe Angst. Es passt nämlich kaum hinten in den Ständer rein. Das hat nämlich einen Grund, Tobi. Die haben hier so fette Ballonreifen drauf. Was ist denn hier drauf? Hier haben wir 2,4er drauf, also 29 auf 2,4, aber mit richtig groben Stollen. Die sehen viel breiter aus. Die sehen fast wie 2,8 aus. Also von. Ja, das wundert mich auch gerade. Ich habe auch zuerst gedacht, das sind 62 oder 65 mm, das sind jetzt 60 mm. Aber die, ja, wie du sagst, wirkt breiter, ne? Er passt zumindest kaum in Ständer rein. Das ist das, was wir gemerkt haben. Bedeutet aber auch, ich habe hier richtig Grip. Das heißt, ich kann mit weniger Druck fahren. Tubeless kann umgerüstet werden. Genau, Tubeless kann umgerüstet werden. Machen wir auch oft in der Werkstatt. Wir haben ja dadurch halt die Möglichkeit, ein bisschen leichter zu werden und halt auch den Pannenschutz zu verbessern. Continental, die bauen jetzt auch Reifen. Das kennen wir ja noch von damals. Und das Coole ist dabei eigentlich auch die Abstimmung. Das heißt, wir haben hier ein reines Alu-Bike. Aber das Gewicht ist wirklich, Tobi, heb's mal leicht mal an, dass wir mal sehen. Also ist das nicht die Welt, oder? Nee, kannst du noch handeln. Also auf dem Trail würde ich es noch rangiert bekommen. So, auf dem Trail rangiert. Preis-Leistungs-Verhältnis, wir sind hier knapp über 5.000 Euro. Was haben wir denn für einen Dämpfer drin diesmal hier? Wir haben den RockShox Deluxe, einer der meistverbauten Dämpfer der Welt. Genau, RockShox Deluxe, hier der Select, der noch die Piggyback unten dran hat, den Ausgleichsbehälter. Also da kannst du auch einen ganzen Tag auf dem Trail krachen lassen, ohne dass du da irgendwie was nachfüllen musst an Luft. Überall hast du Verstärkung, Rahmengröße hier, was haben wir? Das ist M, das passt, glaube ich, mir ziemlich perfekt. Sehr schön, da darfst du es mal fahren. Nimm es mal runter und nicht Lucien fährt, sondern Premiere Tobi. Und Oder die Katja kann fahren, ne? Nee, die will gar nicht aufs Video, die Katja. Sie hat auch schon genickt. So, bitteschön. So, Motor ist an. Hat man sehr schön gesehen, er ist losgefahren und der Sattel hinten war ganz unten. Und während der Fahrt drückst du einfach drauf, dann geht der Sattel auf die Position, wie du es gerne hättest. Du kannst ihn jederzeit während der Fahrt verändern. Ja, und das Schöne ist auch an diesem Seatpost-Hebelchen, der geht bei dem Raymond super smooth und super einfach rein. Das heißt, da ist nicht so noch viel Druck drauf geben. Jawohl. Schön die Reifen abrasiert, nagelneu. Aber man kann ja und man soll auch alles bei euch Probe fahren. Ihr habt vor der Tür
einen Pumptrack habt ihr vor der Tür. Ich glaube, 100 Meter weg habt ihr eine Straße abgebaggert und ja, im Sand einen Pumptrack gemacht. Fast so. Nee, es geht hier die Glockenstraße 1,5 Kilometer berghoch und die Steigung ist immer leicht, leicht, leicht. Und dann geht es halt Richtung Hauptbahnhof schon so ein paar Prozent. Wie viel Prozent sind das, wo es einmal kurz ganz steil hochgeht? Ja, 6%. 6, 7, 8 Prozent, wo man kurz mal bestimmt 70 Meter testen kann, ob der Motor es bringt für einen oder nicht. Hat der 85, der X3? Der hat 85 Newtonmeter und von der Wattzahl sind wir da auch bei 500, ne? Maximal in der Spitze. Ich glaube, da geht sogar noch ein bisschen mehr. Also wenn du guckst, denn 250 Watt Dauerleistung, aber die Punktbelastung mal kurz eben, das können einige 100 Watt mehr sein. Ja, also ich denke mal maximal 600, ein paar gequetschte werden es wohl sein, aber ja. Das merkt man nämlich dann, wenn der kommt. Und dann in Verbindung natürlich mit dem stärksten Modus und da kommst du jede Steigung hoch. Ja, da muss man schon aufpassen, dass man sich nicht überschlägt, oder? Wenn man sehr steil ansteigt. Dein Trick ist ja, ganz weit nach vorne beugen, oder? Genau, Gewicht nach vorne und nach unten verlagern, wo immer es geht. Aber ja, mit so viel Vortrieb, da wird es dich wahrscheinlich auch nach vorne werfen. Ja, kann man es wegwerfen auch? Oder geht es direkt kaputt, wenn du dich im Gelände mal legst? Ich glaube, das wird schon diverse Stürze aushalten. Muss ja auch sein bei so einem Fahrrad. Bitte, du hast nachgeschaut? Nee, ich wollte nur sagen, bei dem Rad sind natürlich Stürze locker drin, weil guck dir mal an, 38er, das ist eine monströse Gabel. Guck dir mal die Gabelbrücke an, ey, wie massiv das hier alles ist. Das Rad ist halt dafür da, ich sag's immer wieder, zum Einstecken, aber bei 160 mm und 38er Tauchrohr, das ist fürs grobe Gelände gedacht. Und das ist nicht nur eine Attrappe oder ein Spielzeug, das soll wirklich das alles mitmachen. So, jetzt zeigen wir es mal gerade. Bitte nochmal draufstellen auf den Ständer. Dann kommen wir von der anderen Seite, eine Dioro-Schaltung drauf, also von Shimano. Eine der Top-Gruppen, ja, so geht es wahrscheinlich sogar besser. Wahrscheinlich mal gucken. Ich guck mal gerade. German Performance Bikes steht drauf und eine Diore ist drauf. Was ist denn das für eine Kassette? So eine Design-Kassette? Oder? Ja, so ungefähr. Ist eine Linklight-Kassette. Die kann die Newtonmeter, die fielen ein bisschen besser ab. Also wir haben hier eine 10-Gang-Linklight-Kassette drauf. So, 10-Gang heißt eine breite Kette drauf, also viel weniger Verschleiß. Wird man das in der Praxis merken beim E-Bike, 10 oder 12? Ja, das wirst du wahrscheinlich schon merken. Also eine 10-Gang kannst du bestimmt 3000 Kilometer fahren. Bei 12 Gängen ist das kleine Rissel wahrscheinlich schneller durch. Ist schneller durch. Das heißt, die hält viel länger. Also nicht immer die Anzahl der Gänge, sondern dadurch, dass die ja genauso breit ist wie die 12-Gang, habe ich ja per se schon mal rund 18% weniger Breite. Und deswegen werden die auch stärker und robuster ausgefertigt. Genau, so eine 10-Gang-Kette, die ist auch ein Stück dicker, genauso wie die Ritzel eben dicker sind. Ja, Thema Tektro. Die kamen ja jetzt auch während der Pandemie. Auf einmal waren sie da. Es gibt ja auch Tektro-Schaltungen, jetzt in dem Bereich noch nicht. Aber Bremsen, da sind die schwer im Geschäft. Da sind die schwer im Geschäft, machen mittlerweile auch richtig gute Produkte. Also gerade die Orion 4-Kolben, die jetzt hier vorne und hinten verbaut ist, die verzögert extrem stark. Also das ist schon hohes Niveau. Wie würdest du den Motor einschätzen von der Power, die der liefert? Ist der dem CX ebenbürtig? Mindestens ebenbürtig. Ich finde, er fährt sich ein bisschen kultivierter, weil weniger ruckartig, aber das ist immer ganz stark Geschmackssache. Also Probefahren. So. Also PWX3. Ich persönlich bin großer Yamaha-Fan, habe drei Motoren von Yamaha. Was mir aufgefallen ist, im Vergleich zu nicht Yamaha, es gibt noch eine Firma, die schon ewig E-Bikes baut, auch aus Japan, Yamaha, und es gibt... Ja, Shimano. Nee, die Motoren. Es gibt Yamaha und... Panasonic. So, und ich habe Panasonic-Motoren, sind mir zwei Akkus kaputt gegangen von Panasonic, bei Yamaha noch nie. Also die Akkus irgendwie, dass die über Winter und du machst sie dann irgendwie im Frühjahr an und sind kaputt, das ist mir... Die gingen von selber kaputt, beide nacheinander. Ja, bei Yamaha hast du auch nie irgendwelche Software-Updates, die du da installieren musst. Das System ist einmal fertig entwickelt, auf 100% entwickelt und dann läuft's und läuft's. Sehr schön. Also, ein bisschen Werbung müssen wir machen. Lucien guckt schon ganz begierig, dass er es auch mal fahren kann. Jetzt ist soweit, Lucien. Geh nochmal bitte drauf und beweg den Bock mal artgerecht. Nicht so wie der Tobi das gerade gemacht hat, nur einmal rauf und runter. Die Leute, die halt den Unterschied wissen wollen, zum Beispiel CX, der ist leiser, verbraucht. Wer ist leiser, der Yamaha? Genau, und wir haben jetzt in dem neuen PWX3 halt nochmal... gutes Viertelkilo weniger Gewicht. Der ist ja auf 2,7 Kilo geschrumpft, ne? Also vom Volumen und vom Gewicht her. Gut. Du willst wahrscheinlich, dass ich jetzt hier wieder abziehe, oder? Ja, ja, mach mal hier Willi und so. Bei dem Wind? Ach, der Wind. Jetzt schiebt das auf den Wind.
Ja, sehr schön. Denn bitte was? Was? Unser Nachbar hat einen Vorgänger. Was hat er gesagt? Da vorne steht das Vorgängermodell von unserem Nachbarn. Ah, das heißt, ein anderer ist da und der hat es gemacht. Ihr verkauft auch Rennräder, oder? Hin und wieder, tatsächlich tendenzfallend. So, bitte nochmal, es war so schön. Er hat es hochbekommen, ist ja schon mal gut, oder? Ist nicht allzu schwer, das Rad tatsächlich, also wir sind bei 26 ein bisschen. Ein bisschen, so, jetzt muss er aufpassen, dass er die Tür nicht aufmacht. Kann ich das umrüsten mit Schutzblechen, geht das? Das würde gehen, würde aber nicht 100% zum Rad passen, also ich würde da so Steckschutzbleche dann nur nehmen. Und vorne bei der Domain, geht da was? Ja, machst du halt so einen kleinen Fender direkt an die Gabelbrücke. Ne? So, hier ist es. Wir haben den 5. Juli 2023. Ein tolles Rad von Raymon. Und das waren mal, die waren auch damals mit bei Highbike, haben sich dann selbstständig gemacht und sind gegenüber. Stimmt das? Ja, so grob stimmt das. Also sie sind dann irgendwann mal auf die andere Straßenseite gezogen, wie der Haussegen schief hing. Jetzt machen sie eigene Räder. Ja, und die machen sie ganz gut. Ihr habt die schon lange im Programm, Raymon? Ja, eigentlich seit Anfang an, seit es die gab. Also schon 7, 8 Jahre oder so, ja. Mit Husqvarna halt, ja. Sehr schön. Preis nochmal 5,299. Genau. 5.299 Euro. Sind da die Pedale dabei, die kleinen? Die sind tatsächlich dabei. Ich würde mir aber andere draufschrauben. Ja, aber jetzt, wenn ich sie abhole, könnte ich damit zum Bahnhof fahren. Das würdest du hinbekommen, ja. So, vielen Dank fürs Einschalten. Hier ist German Television. Und das ist wirklich ein Rad, das man sich mal näher angucken muss. Die haben noch wesentlich günstigere Räder da, auch Fullies. Also es geht los bei 3,699 meinst du? Als Fully. Genau, als Fully, also 3,7, 3,6 rum. Und was wir halt auch oft haben, siehst du hier im Schaufenster, wo wir auch schon ein Video gedreht haben, das Blau mit dem Gelben, das kostet gerade mal 3,99, also 4.000. 4.000 als Fully. Dropper, genau, 630er Akku als Fully. Und das ist auch für viele, also es ist eins momentan, was bei uns sehr gut geht, das Rad, ja. Sehr schön, vielen Dank. Und das Ganze gibt es bei Konrad Green Bikes. Wir filmen jetzt auch schon 2. Jahr jetzt, oder? Zusammen. Eigentlich schon, ja, gehen wir ins 3. jetzt schon bald, ja, genau. Ins 3. Jahr und wir sind in der Glockenstraße. Irgendwann kann ich das mal Nummer 4. Ja. In Postleitzahl, was hat hier Kaiserslautern? 67655, Kaiserslautern. 67655, die sind jetzt in welcher Liga, Kaiserslautern? Zweite. Zweite Bundesliga. Mit Elversberg. Mit Elversberg zusammen. Demnächst auf dem Berg, wie heißt der Berg? Betze. Stimmt, ja. Betzenberg. Man kann ihn sehen oder was? Ja. Ach, da vorne sieht man den Ausleger vom Stadion. Ja, aber die Leute können es nicht sehen, aber ich kann es sehen. Da ist es, Raymon, Name? Trey Ray 9.0. Also E. Steht das da irgendwo, dass ich es abfilmen kann? Da, also Trailray E 9.0. Bitte? Also die 160 kam noch, Trailray 160 E 9.0. Das ist, glaube ich, der komplette Name. So findet ihr es immer, aber ja. Bitte nächstes Mal ein Schild dran machen, denn die Leute lieben es. Es ist einfach Standbild abfotografieren. Tschö. Ciao.